ich würde ja gerne malen können, aber ich krieg einfach keinen geraden Strich hin. Das habe ich schon so oft gehört. Tatsächlich konzentrieren sich viele Anfängerkurse auf das realistische Malen. Und wenn dann das Bild der Realität nicht entspricht, kommt tatsächlich Frust auf. Abstraktes Malen bringt deinen inneren Kritiker zum Schweigen und es macht richtig viel Spaß. Mein Name ist Cornelia und ich bin Künstlerin und Designerin. Seit etwa 20 Jahren arbeite ich als Artdirektor in der Werbung. Was mir dort aber oft fehlt, ist diese Freiheit, meine eigenen Regeln zu machen. Und da kommt das Malen ins Spiel. Die abstrakte Malerei ist mein kreativer Spielplatz, wo ich mich so richtig austoben kann. Meine persönlichen Erfahrungen teile ich dann gern in meinen Kursen. Dieser Acrylmalkurs für Anfänger umfasst 3 Themenblöcke: Grundlagen, Theorie und Kursprojekt. Wir beginnen mit den grundlegenden Eigenschaften der Acrylfarben und dem Farbenmischen. Im Theorieteil lernst du über den Tonwert und wie du damit den Betrachter durch dein Bild führen kannst. Wir werfen einen kurzen Blick in die Farbenlehre und stellen eine Farbpalette zusammen. Dann geht's auch schon ans Kursprojekt, eine Serie aus 4 abstrakten Minikunstwerken. Die Bilder bekommen 5 bis 6 Schichten und für jede verwendest du eine andere Art von Spur, Farbkonsistenz oder Werkzeug. Wir erzeugen interessante Kontraste durch ausdrucksstarke Striche, zarte Muster, gestische Linien und Collage. Dieser Kurs eignet sich für Anfänger, die noch nie mit Acrylfarben gemalt haben, für Fortgeschrittene, die mit der abstrakten Malerei beginnen wollen und all jene, die Lust auf ein entspanntes Malprojekt haben. Vorkenntnisse sind keine nötig und wir arbeiten mit einfachen Malutensilien. Du lernst, intuitiv zu arbeiten und den Prozess in den Vordergrund zu stellen. Am Ende des Kurses hast du 4 einzigartige Kunstwerke, die du aufhängen, als Grußkarten versenden oder auf Social Media posten kannst. Lass uns anfangen!